Yo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons. Das ist jetzt mittlerweile schon die 44. Folge. Heute letzter Tag in Mallorca. Ich nehme euch heute nochmal mit. Ich gehe heute auf jeden Fall nochmal an einer richtig coolen Stelle mit der Action Cam tauchen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich das mir vorstelle. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal frühstücken. Ich hoffe, es gibt irgendwas Geiles. Ich hoffe. Da gibt es teilweise nicht nur ziemlich fettiges Food. Also so Bacon und Würstchen und lauter so Zeug. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es heute am letzten Tag vielleicht irgendwas Geiles gibt. Ich werde es euch auf jeden Fall gleich zeigen, Freunde. Haut rein und bis gleich. Jo Leute, ich wollte euch mal hier den Fitnessraum zeigen. Ist eigentlich ein bisschen was da, ein Kardiogerät, ein Beinbeuger. Das Teil ist kaputt, irgendwie durchgerissen. Und ein Latzug. Aber irgendwie mehr ist auch nicht da. Hier kann man Bauch trainieren, ein paar Dips machen. Aber naja, könnte schon trotzdem ein bisschen besser sein, oder was sagt ihr hier dazu? Kann nicht mal irgendwie Gewicht, keine Kurzhanteln. Also Kurzhanteln sind da, aber... Ja, 5 Kilo Gewicht, läuft. Nimm keinen Aufzug, lieber wieder Treppen. Cardio ist on. Geht ab, Leute. Es ist jetzt ungefähr Mittag, hier unten wird schon gegrillt. Da holen wir aber uns immer nichts, weil es ziemlich fettig ist. Schmeckt zwar gut, aber es gibt Pizza und solche Hackfleischklöpschen, die sind mega fettig. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den Strand, haben jetzt schon mal unsere Sachen gepackt, weil es ja morgen dann wieder nach Hause geht. Besser gesagt, heute früh, heute Nacht. Ich zeige euch mal kurz hier die Aussicht und wie hier unten gegrillt wird. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Meer. Hier gibt's Pizza immer. Sieht man das? Langsam nähert sich wieder der Flug. Und der Simon, der hat gerade schon wieder ein kleines, mulmiges Gefühl. Jetzt stand SS05 wieder. Alles klar. Leute, guckt mal von hier aus. Sieht man schon das Meer. Beziehungsweise ich sehe es. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So Leute, wir waren hier kurz in meinem Spa. Ich schwitze wie eine Sau. Aber meine Freundin, die hat sich jetzt hier gerade noch solche Macarons geholt. Ich bin mal gespannt, wie so ein Teil schmeckt. Habe ich noch nie probiert. Sehen ziemlich cool aus, wie so... Bunte Burger von der einen Spongebob-Folge, ich weiß nicht, wenn die kennen, schreibt mal Hashtag Spongebob in die Kommentare. Und ich habe mir hier so einen Pfirsich geholt. Zieht euch mal diese Kürbisse hier rein. Diese Peperonis. Und diese Blume. Wir sind jetzt hier gerade mal ein Stückchen gelaufen und haben noch eine andere Bucht entdeckt. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jetzt auch richtig sind. Passt gut auf, gell? Hier sieht man auf jeden Fall schon mal ein paar Schiffe. Oh, geil. Leute, hier sind wir. So, wir liegen jetzt hier, essen gerade Macarons. Ich muss sagen, ja, schmecken nicht schlecht, aber 4 Stück für 1,50 € finde ich ein wenig teuer. Ist jetzt hier Zitronengeschmack. Schön weich. Coole Konsistenz, wie so von so einem Muffin, oder? So Softcake. Ja, Softcake. Also wenn man eine Leckdeck geskippt hat, kann man hier easy reinfallen. Leute, wir holen uns jetzt hier einen Frozen-Joghurt. Mal gucken, wie teuer das ist und wie das schmeckt.
Ich werde euch gleich davon berichten. So, meine Freundin hat sich jetzt hier so einen Frozen Joghurt geholt und ich so einen Mix, Mango Mix. Mal gucken. Schmeckt fruchtig. Schmeckt gut. So Freunde, wir waren jetzt ziemlich lange Zeit im Pool hier unten, haben uns jetzt fertig gemacht. Ich habe mich gerade schön noch mit After Sun Creme eingecremt und jetzt geht es dann ab gleich zum Buffet-Essen hier unten, also All You Can Eat natürlich. Ich freue mich richtig, richtig wieder auf meine Diät, jetzt heute letzter Tag hier unten. Es war zwar echt geiles Essen, aber halt echt, wie schon, glaube ich, 10, 100, 1000, 40 Mal, 12 Mal gesagt habe, echt saufettig. Ich freue mich echt wieder auf meinen Magerquark, auf meine Haferflocken, auf meinen Reis, auf meine Kartoffeln, auf meine Süßkartoffeln, auf mein Rindfleisch, auf mein Hähnchen, auf meine Bude, auf mein Avocado und so weiter. Und man muss sich nicht mehr den ganzen Tag drüber Gedanken machen, was esse ich jetzt. Oh, schon wieder essen. Oh, essen. Essen. Oh, essen. Ja, essen. So, ich zeige euch das Essen. Ach ja, was ich kurz noch vom Essen sagen möchte, ich finde es richtig, richtig krass und auch richtig, richtig geil, wie meine ganzen Pickel verschwunden sind durch die Sonne und durch das Salzwasser. Ich fühle mich einfach viel wohler, mein ganzer Rücken ist eigentlich relativ clean und auch meine Stirn hier, also nur noch vereinzelt ein paar kleine Pickel, ansonsten ist es echt gut geworden. So, jetzt geht's wirklich auf zum Essen. Ich glaube, ich kaufe mir echt ein Tablet und ziehe mir dann ab und zu mal, wie es der Dennis immer macht, beim Cardio Serien rein. Vielleicht macht mir dann das Cardio ein bisschen mehr Spaß. Ich finde aber voll schade, dass es bei uns im Fitnessstudio nicht so einen Stairmaster gibt, wo man so die Treppen steigt. Das würde ich gerne mal machen. So Leute, richtig schön den Bauch vollgeschlagen und mal richtig schön gegönnt, bevor es in die Diät geht. Jetzt muss aber erstmal ein bisschen verdaut werden, würde ich sagen. So Leute, wir haben jetzt unsere ganzen Sachen zusammengepackt. Es geht nämlich auch schon ein paar Stunden für uns los wieder. Wir müssen mal jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen was schlafen. Ein bisschen was schlafen, ein bisschen schlafen. Hingepackt die Sachen, guckt da. Hab alles ich gemacht. Ja, na klar, das stimmt. So, 3 Uhr morgens. Gleich geht's los. So, wir sind jetzt hier am Flughafen und bald geht der Flug los. Ich gönne mir jetzt hier noch so einen Frappuccino vom Starbucks und ja, wir sehen uns in Deutschland, Leute. Hoffentlich. So, Freunde, ich bin lebendig daheim angekommen. Jetzt hatte ich gerade noch 4 Stunden Autofahrt hinter mir. Ich bin voll im Arsch, hab Kopfschmerzen und muss mich jetzt erstmal zur Ruhe legen, aber vorher muss ich unbedingt meine Proteins hier saven. 50 Gramm Milky Way von Blackline. So Leute, bevor ich das Video beende, zeige ich euch noch das Paket, das ich von Jim Cubits bekommen habe. Einmal mal wieder ein Kilo Whey im Geschmack. Vanille, immer gut. Dann den guten alten Götterpuls Booster. Was ist das hier? Magnesium, Calcium, auch nicht schlecht. Einen Zero Bar. Was ist das? Für Tabletten zum Beispiel. Ah, das ist cool. Und was haben wir hier noch? Eine Tasche? Eine Sporttasche. Vielen Dank an Jim Cube. Ich packe euch mal unten den Link in die Beschreibung. Da gibt es jeden Monat ein anderes Paket. Ein Monatspaket für 29,99 und die XXL-Box 50 Euro. Ja, und da kriegt man dann halt hier, umso länger man die Laufzeit nimmt, umso günstiger wird es. Hier ist die Produktübersicht für mein Paket. Wie schon gesagt, jeden Monat zwischen Proteinpulverbooster oder beiden Produkten wählen. Proteingeschmack frei wählbar. Wert immer über 50 Euro. Eine Überraschung. Ja, und Zeitkostenaufwandersparnis. Ja, ist echt cooles Prinzip. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal bei GymCube dabei. Link ist, wie schon gesagt, in der Beschreibung. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch das Video beenden. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über einen Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schon, na klar.